Name ist Kai Hilbert, ich bin 26 Jahre und komme aus Aachen. Meine privaten Hobbys sind ja recht weit gefächert. Ich interessiere mich sehr für Musik, gehe zu vielen Konzerten, spiele selber in einer Band, interessiere mich aber auch für Filme und natürlich im Rahmen meines Berufs fürs Lesen. Ich mache die Ausbildung zum Buchhändler. Ich habe damit 2012 angefangen und mache die bei der Buchhandlung Backhaus in Aachen. Was im Beruf des Buchhändlers für mich besonders spannend ist, ist die Interaktion mit dem Kunden. Das heißt, dass ich als Dienstleister nicht nur gebe und berate und tue, sondern dass ich auch vom Kunden ganz viel zurückbekomme und dadurch auch lerne und weiterlerne. Ich bin auf den Beruf des Buchhändlers gekommen in erster Linie dadurch, dass ich mich immer schon für Literatur interessiert habe, gerne gelesen habe. Letztlich bietet der Beruf aber natürlich, oder ist der Beruf viel mehr als nur das. Eine persönliche Eigenschaft, die mir in dem Beruf, glaube ich, ganz enorm weiterhilft, ist die Offenheit, die für mich dann Kundengespräche und Beratung sehr viel vereinfachen. Vor meiner Ausbildung habe ich, nachdem ich ein paar Jahre gejobbt habe, studiert an der RWTH in Aachen, Germanistik und Philosophie. Ich habe mit meinem Studium aufgehört, nicht weil es mich nicht interessiert hätte, ich fand das äußerst interessant, aber dieser lose Rahmen war irgendwie nichts für mich. Ich brauchte da mehr was Praktisches mit vorgegebenem Rahmen, in dem ich mich dann besser entfalten konnte irgendwie. Und das hat mir, dieser Rahmen, den hat mir die Ausbildung irgendwie gegeben. Ich glaube, das Medienfest NRW ist eine super Sache und ich möchte die Möglichkeit nutzen, den Beruf des Buchhändlers ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken und zu sagen, dass das mehr als nur brotlose Kunst ist.